dass ihr mir die Gelegenheit gebt, bei einem der berühmten Grundlagenwebinare als Referent aufzutreten. Jetzt, wo ich ja seit wenigen Wochen selbst nicht mehr Mitglied der Julis bin, hier wieder auf altem Gebiet unterwegs zu sein und hier zum Thema Gewaltenteilung mit euch diskutieren zu dürfen, freut mich natürlich ausgesprochen. Kurz zum Plan, wie der Impulsvortrag grob aufgebaut werden soll. Ganz klar ist der Begriff der Gewaltenteilung, obwohl er, das muss gesagt werden, explizit bei ihm nirgendwo vorkommt. Ausgangspunkt ist hier Charles de Montesquieu. Zudem werde ich euch ein paar einführende Worte erzählen, bevor wir dann auf sein Hauptwerk zu sprechen kommen und die zentralen Stellen, die das Prinzip der Gewaltenteilung so konstituieren. Dann eben das, was wir die kurz zusammen lesen, da habe ich euch ein paar Folien gemacht. Und was auch wichtig ist, um das Ganze wirklich auch gut einordnen zu können, sind dann Fragen der Methode. Also wie ist dieses Hauptwerk, der Geist der Gesetze oder beziehungsweise vom Geist der Gesetze von Montesquieu überhaupt aufgebaut? Was tut er da? Und dann davon ausgehend, welche Auswirkungen hat das Ganze dann auch in der politischen Praxis gehabt, bevor wir dann auf die Grundlage, auf die Situation in der Gegenwart in der Bundesrepublik Deutschland auf Grundlage des Grundgesetzes dann zu sprechen kommen. Wo ist da Gewaltenteilung manifestiert? Wie ist Gewaltenteilung dann exakt ausdifferenziert? Und was geht und was geht nicht? Und insbesondere, da freue ich mich dann auch im Rahmen der Diskussion, dass nämlich Gewaltenteilung dann so ein aktuelles Thema gerade auch ist im Rahmen der Diskussionen um die teilweise sehr polemisch, sehr populistisch geführten Fragen zu den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung. Aber zunächst zu Charles de Montesquieu, hat gelebt von 1689 bis 1755. Hier seht ihr ein Bild von 1728 und sein Hauptwerk. Das ist vom Geist der Gesetze von 1748. Und dazu muss man sagen, das ist aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und wenn ihr euch mal selber im Original beziehungsweise dann auch in der Übersetzung, mein Französisch ist zum Beispiel nicht im Ansatz gut genug, dass ich mir das tatsächlich im Original durchlesen könnte, sondern da muss ich hier auch so ein Reklamheft, das ja auch Anna schon präsentiert hat mit ihren vielen Zetteln, die sie da reingeklebt hat. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, das ist ein sehr zugängliches Werk. Also anders als beispielsweise auch die die englische Literatur zu der Zeit, also Locke, auf den wir gleich auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Wenn ihr den beispielsweise liest, ist es deutlich schwieriger zugänglich auf Sprachen. Und Montesquieu ist da seiner Zeit weit voraus, auch in Punkten, die nicht unbedingt das Prinzip der Gewaltenteilung betreffen. Also es gibt da Stellen, wo er sich dagegen ausspricht, dass der Staat als Unternehmer auftritt, wo er sich gegen zu hohe Besteuerung ausspricht. Also alles Dinge, die auch für uns moderne Liberale mehr als anschlussfähig sind. Aber kommen wir zum Hauptwerk von Charles de Montesquieu, vom Geist der Gesetze. Montesquieu, wenn man das grob zusammenfassen will, könnte man ihn als Intellektuellen bezeichnen. Zu der Zeit war es ja nicht so wie heute, dass man akademisch so sehr spezialisiert ist. Also er war sowohl auch im belletristischen, schriftstellerischen Bereich unterwegs, als auch eben philosophisch, staatstheoretisch. Und mit dem, was er insbesondere vom Geist der Gesetze gemacht hat, kann er durchaus als einer der Mitbegründer der modernen Geschichtswissenschaft gelten, als auch als einer der Vorfahren der modernen Soziologie. Was macht er vom Geist der Gesetze? Also es lässt sich im Wesentlichen durchaus als eine Form von moderner vergleichender Regierungslehre, immer unter Bezug auch auf die antiken Klassiker begreifen. Also er arbeitet empirisch. Dabei sind, und da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, auch immer die Bezüge eher zu Aristoteles als zu Platon deutlich, gerade auch in der Typisierung der Form von Herrschaft, die es geht. Also anders als Aristoteles noch, der jeweils ja drei Herrschaftsformen
unterscheidet. Also einer herrscht, wenige herrschen oder alle herrschen. Und davon gibt es dann jeweils eine gute Form und eine schlechte Form. Unterscheidet Montesquieu eben zwischen maßvollen Regierungssystemen, die je nach konkreter Ausprägung erstmal eine relativ positive Sache sind, und dann eben den despotischen Regierungssystemen, die immer per se schlecht sind. Da äußert er sich auch sprachlich sehr, sehr klar und für seine Zeit auch entsprechend deutlich, was dazu geführt hat, dass wenige Jahre nach Erscheinen die katholische Kirche gesagt hat, nee, dieses Werk, das versaut die politische Kultur. Und das kam dann dementsprechend auf den Index Librorum Prohibitorum und war auch bis zu dessen Abschaffung 1967 auf dieser schwarzen Liste. Kommen wir aber zum Kernpunkt dessen, wofür Montesquieu bekannt ist. Also das kennt ihr vielleicht auch, falls ihr mal politikwissenschaftliche Einführungsvorlesungen zur Ideengeschichte gehört habt, da kommt dann fast immer ein paar zu Montesquieu Gewaltenteilung. Und neben den vielen anderen interessanten Dingen, die er gemacht hat, ist es eben hier dann in Buch 11, im sechsten Kapitel, die zentrale Stelle zum Thema Gewaltenteilung, wo, das muss man dazu sagen, es sich nicht um eine abstrakte Darstellung handelt, in der normativ gesagt wird, wie es eigentlich aussehen soll. Es liest sich so. Aber das, was er eigentlich an der Stelle macht, ist, dass er das englische Regierungssystem analysiert, gleichzeitig sagt, Freiheit ist am besten in der englischen Verfassung verwirklicht. Und die englische Verfassung zu analysieren ist gar nicht so trivial, weil es ja nicht wie in modernen Verfassungsurkunden eben eine geschriebene Verfassung gibt, sondern man sich da tatsächlich empirisch angucken musste, wie ist das Ganze aufgebaut. Und auch auf dieser Erkenntnis, in England ist Freiheit am besten verwirklicht. Und was führt dazu, dass Freiheit am besten verwirklicht wird, steht ja eben heraus, dass es da um dieses Prinzip der Gewaltenteilung geht. Ich werde euch das jetzt nicht vorlesen, lesen könnt ihr nämlich durchaus selber. Kommen wir zur nächsten Stelle. Das sind jetzt drei Folien kurz, wo der textliche Kern dann hier der Ausführung von Montesquieu dargestellt wird. Dass eben die Grundlage des Ganzen ist, wie hegt man Herrschaft ein? Und wie macht man das institutionell? Und da auch ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt zu den antiken Klassikern ist. Also zwar bezieht er sich durchaus viel auf Aristoteles, aber während bei Aristoteles so die Sache ist, wie unterscheidet sich letztlich die positive Staatsform von der degenerierten Form, das ist wertebasiert. So orientiert sich die Regierungsform am Allgemeinwohl oder eben nicht. Und im Gegensatz dazu ist Montesquieu-Ansatz eben institutioneller. Also dass er fragt, was sind die institutionell gesetzlichen Grundbedingungen dafür, dass eben die Freiheit am besten verwirklicht werden muss. Keine Fußnote, sein Freiheitsbegriff ist eher in einem kantischen Bereich angelegt. Also da geht es eher um Autonomie und weniger um negativ jetzt nicht im negativen Sinne, natürlich in den negativen Freiheitsbegriffen, beispielsweise bei Locke finden. Bei Locke finden wir überdies auch noch ebenfalls Ausführungen zum Gedanken der Gewaltenteilung. Allerdings noch nicht so differenziert, wie wir das bei Montesquieu tatsächlich finden. Bei Locke fehlt nämlich die rechtsprechende Gewalt. Bei Locke geht es darum, dass sich eben Exekutive und Legislative im Gleichgewicht halten müssen, weil es ansonsten eben zu unumschränkter Herrschaft kommt. Das ist nämlich der Grundgedanke bei all dem, dass wenn zu viel Macht vereint in einer Hand oder in der Hand weniger oder auch durchaus in der Hand einer Institution, die die Gesamtheit repräsentiert liegt, dann führt das eben zur Korrumpierung, also wie bei Lord Acton auch schon festgestellt, dass Macht korrumpiert und absolute Macht absolut korrumpiert. Das ist sozusagen grundlegende Einsicht, auf der aufbauend der ganze Gedanke entwickelt wird. Und um eben zu verhindern, dass Macht korrumpiert, ist eben zwingend notwendig, dass die drei Gewalten, die unterschieden werden, eben legislative Gewalt,
die exekutive Gewalt und die judikative Gewalt voneinander getrennt sind und sich gegenseitig mäßigen. Das ist sozusagen der Kern. Das wird dann noch ergänzt durch weitere Mechanismen. Finden wir hier zum Beispiel den dritten Punkt bei den Kernaussagen, die ich hier nochmal zusammengestellt habe, eben, dass Montesquieu auch in der Analyse eben der englischen Verfassung dann durchaus für Zweikammerparlamente plädiert, dass sich eben dann auch im Rahmen der legislativen Gewalt selber da gewisse Balancierungs- und Kontroll- und Mäßigungsfunktionen einstellen. Also nochmal die Kernaussagen zusammengefasst. Worum geht's? Montesquieu beim Grundsatz der Gewaltenteilung, eben die Verhinderung staatlicher Willkür durch Gewaltenteilung, weil wenn Macht konzentriert ist, eben Willkürmöglichkeiten vorliegen, wie in den Zitaten, die ich euch eben dargestellt habe, belegt. Und wichtig, im Gegensatz zu Locke erweitert er das Gewaltenteilungsmodell eben um die Judikative als eigenständige Gewalt, sodass wir dann eben diesen Dreiklang haben, der die Keimzelle der institutionellen Arrangements moderner Staaten darstellt. Und das Ganze ist nicht nur ein Buch geblieben, das niemand beachtet hat, weil es irgendwie auf die Liste der katholischen Kirche gekommen ist, hat es dann keiner gelesen, ganz im Gegenteil. Das ist ja sonst auch immer so bei Betäubungsmitteln etc., was verboten ist, übt dann mitunter einen ganz besonderen Reiz aus. Und so war es auch bei der revolutionärsten Erhebung, die es gegeben hat, dann im Zuge der Aufklärung, nämlich der amerikanischen Revolution, dass Montesquieus Denken dann wirksam geworden ist. Man mag nämlich vielleicht eigentlich denken, Montesquieu war ja selber Franzose, also mag es naheliegend, dass er da in der französischen Revolution gewirkt hat. Da waren ja aber eher so diese rousseauischen Gedanken, die höchst problematischen Gedanken, die auch die dann moderne Liberalismuskritik Karl Schmitz mitgespeist haben. Eines Volonté General, dem sich jeder unterzuordnen hat, die absolute Volkssouveränität, also die Herangehensweise, die gerade auch beinhaltet, dass eine der Gewalten die anderen durchkreuzt, die anderen schlägt und deren Macht im Zweifelsfall auch bricht. Damit konnte dann natürlich die französische Revolution, die gerade im Jakobinertum auf diese Gedanken dann zurückging, überhaupt nichts anfangen. Das führte dann sogar dazu, dass im Rahmen der französischen Revolution Montesquieus Grab geschändet worden ist. Also ganz wichtig, nicht die französische Revolutionsverfassung ist beeinflusst worden, sondern die US-Verfassung von 1787, wo sich das System von Checks and Balances, das im Wesentlichen, ich vereinfache jetzt an vielen Stellen, dem Gewaltenteilungsprinzip entspricht, also zumindest aber dem Grundgedanken verwirklicht. Also mit dem auf Bundesebene dem Präsidenten als Exekutive, dem Kongress, bestehend aus Repräsentanten aus dem Senat, als Legislative und dann insbesondere dem sehr starken US Supreme Court, der natürlich dann erst im Rahmen des, oder im Laufe des 19. Jahrhunderts diese starke Stellung erlangen konnte, die er dann inzwischen hat, also wirklich auch Gesetze zu verwerfen. Das war so nicht von Anfang an vorgesehen, kam dann aber mit der Zeit, aber so diese Grundkonzeption, dass man drei Gewalten hat. Und an der Stelle sieht man dann eben auch, dass diese Erweiterung von zwei Gewalten zu einem Dreiklang, eben Exekutive, Legislative und Judikative, was diese Balancierungsfunktion angeht, durchaus auch einen funktionalen Zweck hat. Weil es nämlich dann zum Beispiel jemanden gibt, wenn man eine Verfassungsgerichtsbarkeit hat, wie sie sich dann im 19. Jahrhundert herausschält und sich dann auch im 20. Jahrhundert sehr stark weiterentwickelt, weil es dann jemanden gibt, der eben entscheiden kann. Weil ansonsten wäre natürlich ein Konflikt zwischen Exekutive und Legislative im Wesentlichen dann der politischen Faktizität unterworfen. Also wer gewinnt, hat dann entsprechend Macht. Es gibt dann niemanden, der letztlich sich dagegen wenden könnte. Also diese Erweiterung ist für die Funktionalität des Ganzen durchaus von Wichtigkeit. Und obwohl dann erst langsam sich das Ganze durchsetzen konnte, erst im Rahmen der US-Verfassung. Und ihr wisst ja, wenn ihr im Geschichtsunterricht da aufgepasst habt, dass das in Europa
dann noch ein bisschen gedauert hat. Also dass es dann auch nach diesen ganzen napoleonischen Kriegen auch erstmal zu einer Restauration gekommen ist. Ich will das Ganze jetzt im Blick ein bisschen auf Deutschland und was da passiert ist, verengen. Und da gab es dann ja mit der Paulskirchenverfassung von 1848, 49 so den Versuch, auch Gewaltenteilung einzuführen und da auch explizit im Verfassungstext zu verankern. Aber wie wir wissen, ist die dann niemals in Kraft getreten. Und dass es dann wirkliche Gewaltenteilung gegeben hat, war dann das erste Mal ja in Ansätzen in der Weimarer Reichsverfassung der Fall, da allerdings natürlich durchaus auch nicht so durchdacht, dass es dann wirklich gut funktioniert hätte, weil da die Exekutive mit einem Parlamentsauflösungsrecht, das sehr weit ging, und der Möglichkeit eben über Notverordnung zu regieren, dann da auch nicht besonders balanciert war. Bevor wir jetzt auf die Rechtslage der Gegenwart in der Bundesrepublik Deutschland kommen, vielleicht noch die kurze Anmerkung. Das, was Montesquieu vom Geist der Gesetze vertreten hat, war jetzt keine radikaldemokratische, normative Herangehensweise an das Ganze, sondern eben aufgrund dieser vergleichenden Sichtweise und auch der Orientierung am englischen Vorbild, was eher so, dass sowohl eine republikanische Ordnung als auch eine konstitutive Monarchie im Bereich dessen lag, was er als sinnvolle, freiheitsgewährende, freiheitswahrende Verfassung angesehen hat. Natürlich hat das dann mit der Praxis der US-Verfassung und dann später auch den europäischen Entwicklungen dann ganz klar republikanische Wendungen genommen. Wobei man da natürlich dann auch immer noch ergänzend beispielsweise die Lehren Kants heranziehen muss. Also ist jetzt auch nicht der Fall, dass jetzt hier über Montesquieu komplett die Entwicklung des modernen westlichen rechtsstaatlichen Staatswesens erklärt werden soll. Aber es ist eben ein wichtiges Element, das auch seltener diskutiert wird, weil für uns inzwischen im Grundsatz die Gewaltenteilung eine Selbstverständlichkeit geworden ist und lässt sich darüber nicht so gut und nicht so witzig streiten meistens. Wir lernen ja in den letzten Wochen, dass sich das auch schnell ändern kann, wie über beispielsweise einen Freiheitsbegriff, unter dem man ja alles verstehen kann und der deswegen so hoch umstritten ist, dass jeder meint, er würde ein politisches Programm der Freiheit vertreten, auch wenn das vielleicht bei näherer Analyse entsprechend nicht der Fall ist. Und eine weitere Vorwegbemerkung noch, bevor wir hier auf die Lage in der Bundesrepublik Deutschland der Gegenwart kommen, ist dann eben, dass auch auf der Grundlage der Methode von Montesquieu, der ja sich sehr stark anguckt, was sind die konkreten Bedingungen für das Gelingen von staatlicher Ordnung, beispielsweise auch die Größe von Staaten, schlägt beispielsweise mittlere Größen als Vorteil vor, zu groß ist nicht gut, zu klein ist nicht gut, aber auch klimatische, geografische Besonderheiten, das Vorliegen von Bodenschätzen, alles Dinge, die dazu führen können, dass trotz konkreter Unterschiedlichkeit Ordnungen gut funktionieren können. Und auch wenn wir jetzt sagen, der Grundsatz der Gewaltenteilung hat sich durchgesetzt, hat er sich natürlich in ganz unterschiedlichem Maße durchgesetzt. Weil wenn wir uns die US-Verfassung angucken, das ist ein präsidiales System, der Präsident wird direkt beziehungsweise zumindest mittelbar direkt über das Wahlmännersystem gewählt und hat insofern natürlich eine ganz andere strukturelle Einbindung, als man das in der parlamentarischen Demokratie wie der Bundesrepublik hat, wo dann die Regierung entsprechend vom Parlament gewählt wird, man da also eine Form von Verschränkung hat, die auf den ersten Blick vielleicht auch dann, wenn man Gewaltenteilung als reine Lehre verstehen würde, erstmal befremdlich wirkt, weil das ja eher eine Verschränkung ist als eine Teilung an der Stelle, aber dazu auch gleich. Dass wir es in Deutschland mit einer echten, wirklich vollständig verwirklichten Form, also vollständig in dem Sinne, dass man jetzt tatsächlich mit Fug und Recht von Gewaltenteilung sprechen kann, die auch praktisch relevant ist, das ist seit 1949, seit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland der Fall. Und der Textbefund, den wir da haben, der ist erstmal eigentlich gar nicht so eindeutig. Also von Gewaltenteilung steht da eigentlich nichts. Es wird erstmal nur unterschieden, dass es eben diese drei Gewalten
als Organe gibt. Also die werden konstituiert, aber inwiefern die sich gegenseitig mäßigen, balancieren, kontrollieren sollen, steht da an der Stelle noch nichts, sondern das ist dann eben der Interpretation offen gelassen. Und die Interpretation, ich habe hier mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts rausgesucht, dass das sehr schön illustriert. Das ist auch insgesamt ständige Rechtsprechung. Es hat auch andere Grundstellen gegeben, aber die spiegelt das aus meiner Sicht am besten wieder an der Stelle. Also ausgehend hier von diesem Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 stellt das Bundesverfassungsgericht hier fest, dass eben der Grundsatz der Gewaltenteilung ein tragendes Organisations- und auch Funktionsprinzip ist. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass es nicht nur ein Organisationsprinzip ist, also was man vielleicht schlussfolgern würde, wenn man diese konkrete empirische Einordnung und Herleitungsweise von Montesquieu nicht kennt. Das ist einfach so ein abstraktes Prinzip, wäre so, man teilt hier die drei Gewalten und die haben irgendwie nichts miteinander zu tun und dann ist irgendwie alles gut. So funktioniert das Ganze natürlich nicht in der Praxis. Auf kleinere praktische Beispiele können wir gleich gerne dann noch in der Diskussion noch zu sprechen kommen. Aber als Funktionsprinzip bedeutet nämlich zweierlei. Einmal nämlich natürlich den Aspekt der Mäßigung und der Kontrolle. Auf der anderen Seite aber auch etwas, was man als positive, die Aufgabenwahrnehmung einbeziehende Form von Gewaltenteilung impliziert, eben diese Zuordnung von staatlicher Aufgaben, je nachdem, wer die am besten treffen kann. Also, dass da entsprechend auch die Kernbereiche der jeweiligen Gewalten, diesen vorbehalten bleiben, das eben auch, und das da findet man auch Stellen schon vom Geist der Gesetze bei Montesquieu, dass eben klar ist, dass die Legislative nicht wirklich sinnvoll Aufgaben der Exekutive, sei es beispielsweise das Auftreten gegenüber anderen Staaten in den auswärtigen Beziehungen oder die konkrete Rechtsdurchsetzung als Gefahrenabwehr wirklich wahrnehmen kann. Genauso wenig, wie es wirklich zweckmäßig ist, wenn in weitem Umfange die Exekutive Gesetze erlässt. Ebenso wenig, dass die Judikative natürlich Gesetze erlässt, die sie dann selber anwendet. Dazu auch ja eben das Zitat bei Montesquieu, das sehr anschaulich herausstellt, warum das wirklich gefährlich wäre. Gleichzeitig, und das ist dann direkt ein Beispiel dafür, dass es eben hier, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, Gewaltenteilung ist nicht in Reinform verwirklicht, sondern es ist eben in der Praxis dann tatsächlich so, dass die Gewalten auch ineinander übergehen. Also das, worüber wir gleich vielleicht auch diskutieren können, weil es gerade spannend ist, dass eben auch die Exekutive durchaus gesetzgebend tätig wird. Zwar abgeleitet, immer abgeleitet von der Legislative, die eben die Exekutive dazu ermächtigen kann, Verordnungen zu erlassen. Auch wieder aufgrund von Zweckmäßigkeitsüberlegungen, weil eben parlamentarische Verfahren auch mitunter immer mal zu lang dauern können. Dass da entsprechend in angemessener Schnelle auf sich ändernde Situationen reagiert werden kann. Und dass aber zum Beispiel auch auf der anderen Seite natürlich Gerichte sich selbst verwalten, also da durchaus auch in einem engen Rahmen Exekutive stattfindet. Und beim Bundesverfassungsgericht, dessen Text wir hier gerade im Original lesen, ist ja auch so, ist, dass wenn das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel Gesetze verwirkt, dass die Wirkung von Gesetzen hat. Also das auch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz dann so vorgesehen, dass Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechend Gesetzeskraft erlangen können. Also wo man ganz klar den Befund hat, diese monolithische Nebeneinanderstellung der drei Gewalten ist so in der Praxis der Gewaltenteilung in der Bundesrepublik Deutschland nicht der Fall, sondern es geht eben ineinander über. Aber wenn es das eben in einer Weise tut, die dafür sorgt, dass keine Gewalt eben das Übergewicht über eine andere bekommt, ist es letztlich kein Problem für den Grundsatz der Gewaltenteilung, sondern das wäre eben erst der Fall, wenn es in den Kernbereich ginge. Also wenn beispielsweise, und da werden wir gleich noch ein sehr anschauliches Beispiel aus der Rechtsgeschichte sehen, die Exekutive die Funktion der Legislative vollkommen ersetzen würde, ohne darauf angewiesen zu sein, dass eben diese begrenzte Gesetzgebungsbefugnis im Rahmen von Verordnungen
delegiert wird von der Legislative auf die Exekutive. Und dieses Beispiel, das wir uns gleich anschauen, ist ein Beispiel, in dem eben die Gewaltenteilung komplett und radikal abgeschafft worden ist. Daraus hat das Grundgesetz gelernt und die sogenannte Ewigkeitsklausel, ich sage immer sogenannte Ewigkeitsklausel, weil ich mir immer die Frage stelle, welchen Ewigkeitsbegriff man da zugrunde legt, und das wird dann doch leicht etwas theologisch oder esoterisch. Besser spricht man wahrscheinlich von einer Art Beständigkeitsklausel, die eben aber verhindert, dass die grundlegenden Staatsstrukturprinzipien, die in Artikel 20 des Grundgesetzes festgelegt sind, oder auch das Prinzip der Menschenwürde in Artikel 1 entsprechend im Rahmen der Verfassungsordnung abgeschafft werden. Also, wir haben gesehen, aus Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 wird der Grundsatz der Gewaltenteilung hergeleitet, und den kann man im Rahmen der Verfassungsordnung eben auch nicht abschaffen. Wie ist sowas mal passiert, dass sowas abgeschafft worden ist? Ihr seht hier das Gesetz zur Behebung von Not, der Not von Volk und Reich, das sogenannte Ermächtigungsgesetz von 1933, wo eben, und das ist ganz interessant, ich habe hier eine Textsammlung zu Hause zur deutschen Verfassungsgeschichte, also wo die Verfassung von der Paulskirchenverfassung bis zum Grundgesetz aufgelistet werden. Und da ist eben das Ermächtigungsgesetz als Verfassung drin, weil es wirkt ja letztlich die Weimarer Reichsverfassung, die formal weiter in Geltung geblieben ist, ersetzen. Weil, wenn wir uns das hier anschauen, hier die Reichsgesetze können eben außer in dem vorgesehenen Verfahren, also durch den Reichstag, im Wesentlichen auch von der Reichsregierung beschlossen werden. Und diese Reichsregierung kann auch einfach die Verfassung ändern. Das heißt, die Verfassung und Grundsätze der Gewaltenteilung sind dann letztlich überhaupt nichts wert. Das heißt, also als Extrembeispiel der Abschaffung jedweder Form von Gewaltenteilung dient hier dieses Ermächtigungsgesetz. Und davon unberührt, oder etwas ganz anderes, so muss man es besser formulieren, etwas ganz anderes, sind natürlich Diskussionen im Rahmen eines nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung erstmal organisierten Staatswesens, die da notwendigen Aushandlungs- und Diskussionsprozesse. Darum ist das in der Praxis tatsächlich so verwirklicht, oder ist das Gewaltenteilungsprinzip wirklich ideal zur Anwendung kommt. Wobei man da auch natürlich immer sagen muss, Gewaltenteilung bedeutet keine Supremacy irgendwie des Demokratieprinzips in Form der Legislative. Also das, was wir ja auch eben in der Unterscheidung der französischen Revolution von der US-amerikanischen Revolution gesehen haben. Also es bedeutet immer ein Austarieren. Und in diesem Austarieren muss man natürlich immer diskutieren, wie sind da die einzelnen Befugnisse verteilt. Also kann es vielleicht doch sein, ohne dass, wie hier in diesem Extrembeispiel, das ich euch mitgebracht habe, Gewaltenteilung ganz abgeschafft wird, aber ist es zum Beispiel zweckmäßig und unter Gesichtspunkten der Gewaltenteilung sinnvoll, und das darüber würde ich mich freuen, wenn wir darüber diskutieren können, dass die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen im Wesentlichen in Form von exekutiven Verordnungen, die weiterhin abgeleitet sind, das muss man ganz klar sagen. Also jeder, der im politischen Diskurs das, was da passiert ist, im Bundestag als eine neue Form des Ermächtigungsgesetzes bezeichnet hat, ist geschichtsvergessen und populistisch und gefährlich. Es ist immer noch so, dass es sich dabei um von der Legislative abgeleitete Rechtsmacht handelt. Aber gleichwohl kann man natürlich immer und sollte man auch aus meiner Sicht darüber diskutieren, ist hier das Prinzip der Gewaltenteilung so verwirkt ist. Also wenn wir nämlich da auch nochmal auf den funktionellen Gedanken zurückkommen, dass wir sagen, ja, in einigen Fällen kann es auch sinnvoll sein, dass eine Exekutive rechtssetzend tätig wird, eben weil es schnell gehen muss. Und da sind wir dann bei der Situation im Frühjahr, wo dann verständlich ist, dass man durchaus auch aufgrund einer kleinen Änderung des Infektionsschutzgesetzes dann in weitem Umfang Verordnungen erlässt, dass diese Reaktion unter diesem funktionalen Gesichtspunkt durchaus noch gerechtfertigt war. Man in einer Situation, in der man sich monatelang durchaus darauf einstellen konnte und darüber diskutieren konnte, dann nicht doch eher die Parlamente, die eben funktional im Kern für Gesetzgebung dann doch zuständig sind, ob man nicht besser beraten wäre, die wesentlichen Entscheidungen dann doch bei der Legislative
zu belassen und ob es da nicht zu Verschiebungen kommt, die auch im Kleinen, ohne eben die große Keule des Ermächtigungsgesetzes oder ein S-Vergleichen rauszuholen, dass es da dann doch dazu kommt, dass zu viel Macht in einer konkreten Situation eben auf Seiten einer Gewalt zu finden ist. Ich hoffe, es ist deutlich geworden in meinem Input, dass der Grundsatz der Gewaltenteilung ganz, ganz wichtig ist für moderne westliche Staaten, die sich als Rechtsstaaten und als Demokratien verstehen und dass wir es da mit einem institutionellen Grundbestand haben, den wir verteidigen müssen und den wir auch weiter fruchtbar diskutieren müssen, um eben diese Austarierungsprozesse, die eben konkret ununterbrochen stattfinden, immer weiter mitzuverfolgen und auch dafür zu sorgen, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Denn, wie wir gesehen haben, Gewaltenteilung ist zwingend erforderlich, damit Freiheit möglichst ideal verwirklicht werden kann. Ja, vielen Dank, Daniel, auf jeden Fall für deinen ausführlichen Vortrag. Und vielen Dank für die Brücke, die du jetzt in die heutige Zeit geschlagen hast. 1849 ist ja, denke ich schon, beziehungsweise 1847 für viele nicht so gut greifbar, aber dadurch, dass wir die gleiche Diskussion, beziehungsweise dass einige in unserem Land eine ähnliche Diskussion heute wieder aufmachen wollen, sehen wir, glaube ich, dass das Thema ohnehin immer aktuell ist. Ich fand auch deinen Vergleich sehr gut nochmal zur amerikanischen Staatsform und zur Demokratie, weil das ja wirklich ein Beispiel ist, was wir jetzt in den letzten Wochen intensiv miterleben durften. Ich habe auch schon zwei Fragen im Chat gefunden und ich würde einfach der Reihe nach durchgehen. Jan Eike, du hast jetzt in den Chat auch eine längere Nachricht geschrieben. Du kannst die aber auch gerne nochmal laut wiederholen für alle, die das jetzt nicht vor sich haben. Ja, moin, vielen Dank für den Vortrag. Ja, genau, ich habe mich schon häufiger gefragt, warum wir die Gewaltenteilung in Deutschland nicht ein bisschen konsequenter angehen, gerade was personelle Sachen angeht. Also, dass die Regierung auch Verordnungen lassen kann und so, das ist klar, das ist ein Thema. Aber diese personelle Verschränkung, die es in Deutschland gibt, die es in anderen Ländern nicht gibt, die stört mich so ein bisschen. Also Angela Merkel beispielsweise hat ja immer noch ein Bundestagsmandat. Obwohl sie Kanzlerin ist und praktisch wahrscheinlich sehr wenig Zeit hat für dieses Abgeordnetenmandat. Und als Abgeordnete muss sie sich als Regierung ja eigentlich selbst kontrollieren, was ja ein bisschen absurd ist. Und in Frankreich und anderen Ländern ist es meines Wissens verboten oder muss man eben sein Abgeordnetenmandat niederlegen, wenn man Teil der Regierung wird. Und ich finde, das könnte man in Deutschland eigentlich auch einführen. Und parallel dazu gibt es auch noch die parlamentarischen Staatssekretäre in den Ministerien, die ebenso halt eine krasse Verschränkung der beiden Gewalten eigentlich sind. Was würde Montesquieu dazu sagen oder was meint ihr dazu? Ich schließe mal direkt an. Wir haben abgemacht, Daniel und ich, dass wir so ein paar Fragen sammeln, immer so drei Stück. Also deswegen nochmal der Appell, meldet euch gerne und tragt eure Gedanken vor, muss ja auch keine Frage sein, kann ja auch ein Statement sein. Die Frage, die ich habe, ist so ein bisschen anschließend an das, was Jan gesagt hat, bezieht sich aber nicht aufs Parlament, sondern vor allem auf das Gremium Richterwahlausschuss. Haben wir bei den jungen Liberalen ja auch schon durchaus diskutiert und eine gute Beschlusslage dazu. Was würde Montesquieu zu einem Gremium wie dem Richterwahlausschuss sagen, wo ja im Prinzip das Ganze wieder unnötig politisiert wird und Entscheidungen, die nicht durch die Politik unbedingt getroffen werden sollten, aber faktisch durch die Politik getroffen werden. Und eine zweite anschließende Frage, die sich eher auf den Grundsatz des Ganzen, was Montesquieu da gemacht hat, bezieht. Was war der Kernpunkt deiner Meinung nach oder der Kerngedanke, den Montesquieu beim Thema Gewaltenteilung hatte, auf den er dann diese ganzen Ausführungen aufbaut? Ist es wirklich dieses Checks and Balances System? Oder steht auch sozusagen das Individuum und vor allem die politische Freiheit des Individuums bei diesen ganzen Gedanken und das System, was sich dann dahinter entwickelt, im Vordergrund? Das würde mich interessieren, was da deine Meinung zu ist. Also ist das der Gedanke schon da, der Freiheit des Individuums, oder geht es um das System an sich, ohne dass der Zweck der politischen Freiheit sozusagen dahinter steht? Wie siehst du das? Ich würde jetzt erstmal
auf die Fragen eingehen. Ich würde von vorne anfangen tatsächlich. Einmal der Aspekt eben diese personellen Verschränkungen zwischen Legislative und Exekutive. Also du hast das Beispiel genannt, die Bundeskanzlerin ist selber noch Mitglied des Bundestags. Und das mutet natürlich unter Gewaltenteilungsgesichtspunkten, gerade wenn man das als eher reinere Lehre versteht, durchaus seltsam an. An der Stelle ist natürlich konzeptionell wichtig zu unterscheiden zwischen präsidialen Systemen, also wo das wirklich auch konzeptionell deutlich stärker ausgeschlossen ist, wo eben wirklich die Gewalt mehr oder weniger monolithisch nebeneinander und gegeneinander stehen, wo das in der Form jetzt nicht denkbar wäre. Also dass jetzt beispielsweise der US-Präsident auch Senator ist, gibt es halt nicht. Ne? In parlamentarischen Demokratien ist das viel üblicher. Und ich denke, man könnte auch auf jeden Fall gut darauf verzichten. Auf jeden Fall absurd aus meiner Sicht sind Regelungen wie in Landesverfassungen, also in NRW, wo es ja beispielsweise auch so ist, dass der Ministerpräsident Mitglied des Landtags sein muss. Da wird das Ganze ja auf die Spitze getrieben. Die Bundeskanzlerin könnte auch nicht MdB sein, ne? Aber sie kann auch MdB sein, wo man vielleicht an der Stelle nochmal einschränkend sagen muss, bei aller Sympathie, die ich persönlich dafür hegen würde, zu sagen, man sollte das vielleicht auch an der Stelle klarer voneinander trennen, um auch gerade was das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in die Kontrollfunktion angeht, zu stärken, das eben auseinanderzuziehen. Dass auf der anderen Seite bis jetzt im Wesentlichen, gerade wenn man sich anguckt, man hat eine sehr hohe Zahl an MdB, dass ja natürlich das einzelne Mandat jetzt in der Praxis der letzten Jahrzehnte zum Beispiel nicht so wichtig war. Anders damals kurz nach Gründung der Bundesrepublik, als Adenauer ja mit seiner eigenen Stimme Kanzler geworden ist. Also als das ja wirklich entscheidend war, dass Adenauer selbst Mitglied des Bundestages war. Und dann muss man sich halt schon fragen, ist das so im Sinne des Erfinders, wenn wir jetzt hier so Montesquieu als Erfinder des Gewaltenteilungsgrundsatzes hier einführen. Also ich würde mich an der Stelle dafür aussprechen, da auch Mandat und Regierungsamt zu trennen, ohne jetzt sagen zu wollen, das ist jetzt ein großer oder ein so wichtiger Problemkreis, dass wir das als erstes angehen würden. Aber wenn wir da institutionell uns neu aufstellen könnten, dann würde man das auch angehen. Anders würde ich hingegen oder zumindest leicht anders die parlamentarischen Staatssekretäre beurteilen, wo ja so der Gedanke mehr oder weniger ist, eine Verbindung zu schaffen, also wirklich auch absichtlich da der Gewaltenteilungsgrundsatz durchbrochen wird, um da eben auch die konkrete Beteiligung sicherzustellen, Informationskanäle offen zu halten, ob das Ganze praktisch so notwendig ist, so sicher bin ich mir da nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch an der Stelle keine so weitgehende Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, sozusagen. Es muss jetzt zwingend abgeschafft werden. Wirklich aus meiner Sicht größeres Problem, um dann zu anderen Fragen überzugehen, ist dann die Frage eben der Richterwahl, wo ja auch seit vielen Jahren auch der Richterbund immer fordert, da eben mehr richterliche Selbstverwaltung einzuführen und wir da auch eine aus meiner Sicht sehr gute Beschlusslage haben, eben da die Stellung von Richtern eben zu trennen von der legislativen Funktion, um eben da gerade auch sachfremde oder zweckfremde Bestellung an einem gewissen Maß zu verhindern. Es gibt natürlich dann immer noch Sicherungsmaßnahmen, die in unserer Verfassungsordnung drin sind, wenn wir an die Wahl der Bundesverfassungsrichter zum Beispiel denken, dass da eben eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Wo man ja sehr, sehr augenfällig die Unterschiede zum US-System sieht. Also das führt letztlich dazu, dass dann eben keine besonders strittigen oder krassen Kandidatinnen und Kandidaten Bundesverfassungsrichter werden. Also es ist nochmal eine Sicherung gegen Politisierung, weil insbesondere natürlich in dem alten 3-4-Parteien-System dann immer klargestellt war, dass die Opposition auf jeden Fall auch
mitwirken muss an der Bestellung von Richtern. Das wird natürlich dann auch zunehmend in Frage gestellt durch die immer weitere Zersplitterung des Parteienspektrums. Und deswegen ist aus meiner Sicht dann durchaus geboten, da die richterliche Selbstverwaltung zu stärken. Das Argument natürlich der Gegenseite ist dann immer, dass auch richterliche Gewalt Hoheitsgewalt ist und die muss demokratisch legitimiert sein. Also dass richterliche Selbstverwaltung zum Gutteil gegen das Demokratieprinzip verstoßen würde. An der Stelle sieht man auch, dass das Gewaltenteilungsprinzip eher als Ausprägung des Rechtsstaatsgrundsatzes in einigen Fällen dann vielleicht in ein Spannungsverhältnis oder auch ein größeres Spannungsverhältnis zum Demokratieprinzip tritt. Wobei da natürlich klar ist, das Demokratieprinzip in Reinform würde ja eben bedeuten, die Legislative ist allmächtig und auch das würde dann zu einer Korrumpierung und zu einer Machtanhäufung führen, die dann eben Freiheit gefährden würde. Und dann nochmal zu dem letzten Punkt, den du Anna angesprochen hattest. Also ist es eher, hat Montesquieu da eher eine institutionelle Herangehensweise oder geht er von individueller Freiheit aus, um das mal so runterzubrechen? Und da ist mein Eindruck ganz klar, dass Ersteres der Fall ist. Also die Stellen, also es gibt Stellen auch nicht so weit vor dieser Zentralstelle, die ich euch da im Zitat präsentiert habe, wo er eben explizit sagt, dass Freiheit nicht die Abwesenheit von Zwang ist, sondern dass eben Freiheit bedeutet, sich an die Gesetze zu halten. Es ist positiv gewendet eher in kantischen Autonomiebegriffen oder in so einer kantischen Art der Konzeption zu verstehen. Aber aus meiner Sicht wird sehr deutlich, dass er keinen individualistischen Freiheitsbegriff hat. Gut, dann gab es noch eine Frage von Tabea und danach Laurent. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Was ich mich gefragt habe, ist, dass bei Montesquieu ja jetzt nicht grundlegend gesagt wurde, okay, Gewaltenteilung bedeutet drei Institutionen, die sich gegenseitig kontrollieren. Das bedeutet ja nur, dass es mehrere voneinander getrennte eben Systeme gibt. Wäre es denkbar, beispielsweise mit vier unterschiedlichen Gewalten in einem Staat zu agieren? Gab es da Ansätze, darüber nachzudenken, oder hat sich drei einfach als stabilste Form ergeben? Laura, möchtest du deine Frage direkt hinterher stellen? Vielleicht lesen. Ah, okay. Ja, also sonst als erstes erst Isabel, weil ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen von ihm, dass sein Mikro kaputt ist. Dann können wir vielleicht auf die Frage so antworten. Ich würde gerne kurz vorlesen. In Deutschland gibt es heute doch zusätzlich auch noch eine Aufteilung der Zuständigkeiten auf Bund und Länder. Wie ist das einzuordnen im Hinblick auf die Gewaltenteilung? Also Isabel, du könntest da jetzt noch deine dritte Frage dazu stellen. Ach so, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob zwei oder drei. ja klar, kann ich gerne machen. Genau, ich fand es eigentlich mal ganz cool, dass, ja, ich habe mir irgendwie das erste Mal so richtig die Frage gestellt, okay, jetzt, wo kommt überhaupt diese magische Zahl drei her? Beziehungsweise, warum haben wir eben diese Gewaltenteilung gedrittelt? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja mittlerweile nicht mehr so, weil viele sprechen ja von den Medien irgendwie als vierte Gewalt. Aber ich habe mich halt irgendwie gefragt, was denkst du dazu, Daniel? Und beziehungsweise, was würde vielleicht Montesquieu denken? So, warum drei? Warum machen wir nicht mehr und argumentieren, je mehr, desto besser? Also, lass uns neue, weitere Institutionen einfallen. Okay. Ich fasse die erste und die dritte Frage jetzt mal zusammen, weil sowohl du, Isabel, als auch Tabea ja in eine ähnliche Stoßrichtung dabei geht. Also warum drei Gewalten? Und das lässt sich methodisch letztlich aus der Herangehensweise von Montesquieu schließen und dann auch verallgemeinern. Also was macht er? Er guckt sich ja empirisch an, was liegt vor. Was hat man? Wie wird Staatsgewalt ausgeübt? Und da
hat er eben den Befund, dass es eben die Gesetzgebung gibt. Diese Gesetze werden dann vollzogen und über diesen Vollzug bzw. über Rechtsstreitigkeiten zwischen Einzelnen wird dann Recht gesprochen. Also dass das aus so einer funktionalistischen Perspektive, wie auch an der Stelle kann man, glaube ich, sagen, dass Montesquieu dann ein Vorläufer der modernen Soziologie ist, dass diese funktionalistische Perspektive eben dazu führt, dass er drei Gewalten erkennt, im Gegensatz ja zum Beispiel zu Locke, der sich nur auf zwei Gewalten an der Stelle beschränkt und eben auf der Grundlage dieser drei Gewalten, den unterschiedlichen Settings, die er sich anguckt, da diese Aufteilung und diese dann zweckmäßige Trennung voneinander analysiert. Und an der Stelle sieht er erstmal empirisch keine vierte Gewalt, was eben die Ausübung von Hoheitsbefugnissen angeht. Sowas wie die Bezeichnung dann eben von den Medien als vierte Gewalt, die treten ja sozusagen daneben, nochmal als eine Form von gesellschaftlicher Kontrolle, die aber nicht direkt mit der Ausübung von Hoheitsbefugnissen verknüpft ist. Also da wird dann, wenn es einen Zeitungsartikel gibt, in dem auch investigativ beispielsweise irgendein Schweinkram aufgedeckt wird, den die Regierung gemacht hat, dann folgt daraus ja nichts Vollstreckbares, sondern es müsste dann auch erstmal in die Sprache des Rechts und in die Funktionsweisen des Rechts übersetzt werden. Also kann man das an der Stelle ausklammern, auch wenn es natürlich, wenn man das viel informeller als auf Staatsaufgaben bezieht, durchaus eine Rolle spielt. Und inwiefern das Sinn ergeben würde, zu sagen, je mehr, desto besser, geht es dann durchaus in die zweite Frage über, also zum Thema Föderalismus, also dass man auch gerade im Bund-Länder-Verhältnis dann eben noch mehr Differenzierungen hat. Also obwohl Montesquieu sagt, und ich denke, dass es auch durchaus haltbar ist, dass eben die Ausübung von staatlichen Funktionen in diesen drei Grundmodi stattfindet, hat man sowohl innerhalb der jeweiligen Gewalten ja nochmal Unterscheidungen. Also erinnern wir uns auch nochmal dran, dass er ja sehr stark aufgrund dieser Analyse des englischen Systems sich für ein Zweikammern-Parlament, teilweise mit einer relativ anachronistischen Argumentation, wo es um Vorrechte des Adels geht, aber nichtsdestotrotz, wo es um Balancierung nochmal von unterschiedlichen Kammern der Legislative geht, was ja dann auch praktisch so in der US-Verfassung eben mit hier Repräsentantenhaus und Senat so umgesetzt worden ist. Und natürlich dann auch nochmal, und so kann man das konstitutionalisieren, innerhalb oder zwischen unterschiedlichen Ebenen der staatlichen Ordnung. Das ist natürlich da auch nochmal, wenn Kompetenzen geteilt sind zwischen der Bundesebene und der Landesebene im Föderalismus, dann natürlich auch, dass dazu führt, dass nicht Macht an einem Punkt konzentriert wird. Also es ist neben der grundlegenden Unterscheidung der drei Gewalten dann nochmal andere Modi der Gewaltenaufteilung gibt, die eben Machtkonzentration und damit potenzielle Willkür verhindern können. Okay, Isabel, direkt dazu. Also nicht unbedingt, aber wenn kein anderer gerade an der Reihe ist, kann ich ja gern nochmal nachfragen. Also es ist so halb dazu. Also ich habe jetzt quasi verstanden, gut, es geht, also das primäre Ziel ist ja eben die Rechtsprechung beziehungsweise auch das Vollziehen von Gesetzen. Also deswegen auch diese drei Gewalteneinteilung, Legislative, Exekutive, Judikative, weshalb dann die Medien beispielsweise weniger Macht haben, einfach weil sie ja quasi nicht primär an der Gesetzesbildung beteiligt sind. Jetzt stellt sich für mich aber die Frage, okay, gut, aber du hast ja auch schon richtig gesagt, das ist ja irgendwie so ein fließender Übergang zwischen den drei, aber auch zwischen den anderen. Also die Medien beeinflussen natürlich die Politik, das sehen wir jetzt in der Corona-Pandemie meiner Meinung nach ganz gut. Und die Medien beeinflussen auch die Gesellschaft und die Gesellschaft ist ja wiederum die ja eben dann auch die Politiker wählt. Also irgendwie könnte man jetzt argumentieren und sagen, gut, die Medien dienen irgendwie als Multiplikator und sind dementsprechend vielleicht sogar mächtiger als die eigentliche Verfassung. Und dann kam natürlich okay der Gedanke, gut, welche weiteren wichtigen Faktoren spielen eine Rolle? Da würde mich jetzt mal
deine Meinung interessieren. Also vielleicht, ob man jetzt noch weitere hinzuziehen kann. Also das ist ja auch bereits angesprochen gerade eben. Und da denke ich jetzt zum Beispiel an die Wissenschaft, da denke ich jetzt aber auch als Schule, als Bildungsinstitution, die ja auch eben maßgeblich dann die Kinder oder die Jugendlichen dann ja auch quasi in ihrem Gedankengut formt, die ja dann auch teilweise in die Politik gehen. Also vielleicht die Frage nochmal eben anschließend, ja, wahrscheinlich, inwiefern können wir jetzt, sollten wir vielleicht diese Dreiteilung nochmal überdenken? Vielleicht ganz kurz dazu, weil meine Antwort, glaube ich, auch relativ kurz ist. Letztlich geht es darum, legt man einen engen oder einen sehr weiten Machtbegriff zugrunde. Also so das Beispiel ist, also der Staat, der kann im Zweifelsfall bei mir zu Hause einreiten, mich mitnehmen und mich einsperren. So, das kann die Presse nicht. Die kann mich aber durchaus natürlich ruinieren, indem sie bestimmte Behauptungen aufstellt und irgendwie jemanden kaputt schreibt zum Beispiel. Also Einfluss ist dann etwas, was man, glaube ich, von einem engeren Machtbegriff, ich denke, man braucht einen engeren Machtbegriff, damit er eben kontrolliert ist und das Einfluss eben davon zu unterscheiden ist. Und Einfluss sich letztlich, und das hast du auch schon mit deinen Beispielen, Wissenschaft, Erziehungssystem, zu denken wäre ja auch durchaus als an Kunst im Rahmen von entsprechenden Medienkonstellationen, dass die auf jeden Fall auch Einfluss haben. Also letztlich hängt alles mit allem zusammen. Wenn man das aber dann als Macht beschreibt, dann kann man letztlich auch irgendwann nichts mehr als Macht beschreiben. Und wenn wir das institutionelle Arrangement von Staat, von der Konstituierung staatlicher Ordnung beschreiben, ist es aus meiner Sicht dann eben notwendig, auf der Grundlage eines engen Machtbegriffs dann eben bei diesen drei Gewalten, die sowohl vertikal als auch horizontal differenziert und geteilt sind, diese Herangehensweise beizubehalten. Gleichzeitig natürlich aber die soziale Realität nicht aus dem Auge verlieren, dass beispielsweise das, was dann eben als vierte Gewalt als die Presse bezeichnet wird, auch eine unglaubliche Wichtigkeit und einen unglaublichen Einfluss hat. Nur eben aus meiner Sicht nicht begrifflich als Machtausübung beschreibbar. Okay, Anna, du nochmal und dann Cedric. Ich habe eigentlich eine andere Frage, aber ich greife jetzt doch nochmal auf. Montesquieu schreibt ja in seinem Werk auch darüber, wann Probleme mit der Gesetzgebung entstehen. Und die entstehen dann, wenn sich Leute oder die Bürgerinnen und Bürger in einem Land nicht an die Gesetzgebung halten, sprich Bürgerkrieg so. Und die Macht, ich nutze das Wort jetzt doch mal, die ja Medien durchaus haben können und glaube ich auch in Teilen haben, ist, dass sie gerade solche Prozesse vielleicht katalysieren. Das ist ich gebe dir vollkommen recht, das ist eine andere institutionell gesehen eine andere Macht als das, über was wir hier diskutieren. Aber hat ja trotzdem auch, wenn man sich darauf bezieht, was Montesquieu dort sagt, durchaus die Macht, das auslösen zu können. Sprich, also ich sage jetzt nicht, Medien lösen Bürgerkriege aus, das ist ein sehr verschwitztes Statement, aber in bestimmter Art und Weise katalysieren sie bestimmte Meinungen und sind für all das, was sozusagen nicht auf diesem institutionellen Wege passiert oder können für all das, was nicht auf diesem institutionellen Wege passiert, die Pipeline sein, wo es zu den Bürgerinnen und Bürgern kommt und im schlimmsten Fall, wenn irgendwie ganz große Skandale aufgedeckt werden, dazu führt, dass es große Demonstrationen bis gar Bürgerkriege gibt. Aber eigentlich habe ich eine ganz andere Frage gehabt und jetzt komme ich voll vom Thema ab. Montesquieu spricht ja auch darüber, dass Gesetze und Gesetzgebungen im Normalfall in den unterschiedlichen Nationen, die es gibt, nicht gleich sind. Um das jetzt mal auf die heutige Zeit zu spinnen, wo würdest du insbesondere jetzt im Vergleich der westlichen Staaten die Unterschiede sehen und was sind die Besonderheiten der jeweiligen Gesetzgebungen? Was macht die jeweilige Gesetzgebung aus und wo kommt es auch her? Vielleicht gerade mal irgendwie britisch, US-System und auch unser System im Vergleich. Soll ich direkt hinterher oder? Okay, alles klar. Ja, Daniel, danke für den Vortrag. Meine Frage ist jetzt, wir haben ja darüber gesprochen, wie
wie sich die Macht überhaupt auf den Bürger ausübt. Meine Frage ist jetzt, wie siehst du das, wenn wir jetzt sagen, alles ist gesetzlich geregelt, wir haben eine Rechtsordnung, dass unter Umständen die Legislative ja dadurch, dass sie so großen Einfluss hat, praktisch über der Exekutive und auch über der Judikative steht, weil ja praktisch sämtliches Handeln sich überhaupt erst nach den Gesetzen regelt, die von der Legislative beschlossen werden. Also siehst du da ein Risiko, siehst du da ein Über-Unterordnungsverhältnis zwischen diesen einzelnen Gewalten? Ja, ich fange mal von hinten an. Also ein Risiko besteht da auf jeden Fall. Also das wird ja auch schon aus diesem dann immer latenten Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaat und Demokratieprinzip daraus deutlich, und die Diskussionen gehen ja häufig und auch durchaus die Rechtsprechung in vielen Punkten dazu, die Rechte oder dann auch die Kernbereiche exekutiver Eigenverantwortung immer weiter einzuschränken und der Legislative immer mehr Einfluss zu geben, was unter Demokratiegesichtspunkt das wünschenswert ist, aber unter Gewaltenteil, unter Aspekten des Gewaltenteilungsgrundsatzes nicht unproblematisch ist. Also, weil das sagt Montesquieu auch ganz klar. Also, er ist da, wie gesagt, kein Radikaldemokrat, der sagt, wir müssen jetzt alles irgendwie der Volkssouveränität respektive dann Repräsentanten in Parlamenten irgendwie unterstellen, und alle anderen Gewalten haben sich dann nur danach zu richten, was die irgendwie sagen, sondern die haben auch auf jeden Fall einen Selbststand. Man sieht, glaube ich, in den konkreten Ausprägungen und dann auch in den institutionellen Unterschieden, die durchaus auch schon in diese gesetzlichen Unterschiede, die Anna angesprochen sind, reingehen, wie sowas dann doch eben dann aufgefangen werden kann. Also in der parlamentarischen Demokratie hat man eben dann schon nicht ganz so stark, wie das jetzt mit der Parliamentary Sovereignty in Großbritannien der Fall ist, dass das Parlament so eine starke Rolle spielt. Das wird dann eben durch Punkte, die wir eben vielleicht als problematisch beschrieben haben, eben diese Verschränkung zwischen Legislative und Exekutive dann wieder leicht aufgehoben bzw. eingehegt. Wenn wir uns das ja mal angucken, wo kommen die Gesetze denn eigentlich her, wo werden die gemacht? Also ein berühmter Staatsrechtslehrer hat mal gesagt, der Bundestag macht nicht die Gesetze, er macht sie nur verbindlich. Und das ist ja tatsächlich meistens der Fall, dass die Gesetze geschrieben werden, in den Ministerialbürokratien dann in den Bundestag eingebracht werden und das entsprechende Verfahren durchlaufen. Also auch da dann wieder, obwohl man schon in dem im institutionellen Arrangement des Grundgesetzes sagen kann, indem zum Beispiel andere Staaten lachen uns dafür aus, dass wir einen sehr verfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalt haben für den Einsatz der Streitkräfte. Da ist sowas ganz klar exekutive Befugnis. Dass aber selbst in einem System, in dem solche ursprünglich als exekutive Kernbereiche beschriebenen Dinge vom Parlament beschlossen werden, dann eben doch der wesentliche Input und auch das Know-how eben aus der Exekutive kommen, weil in der Legislative teilweise gar nicht die Ressourcen und gar nicht die Expertise dafür da ist, entsprechendes Fachpersonal auch zum Beispiel anzustellen, was die Mittel angeht. Also wenn man sich das auch wieder im Vergleich dann zum Beispiel zu einem präsidialen System wie dem US-amerikanischen anguckt, wo die Mitarbeiterstäbe von Senatoren eine ganz andere Hausnummer und ein ganz anderes Qualifikationslevel haben, als das wissenschaftliche Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten haben. Und die können dann eben auch, damit will ich nicht sagen, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten keine Gesetze schreiben können, aber es ist dann eben schon was anderes als häufig als ein promovierter Volljurist, der im Justizministerium Referatsleiter ist. Und da wird dann eben das Ungleichgewicht, das an anderer Stelle geschaffen wird, wieder ausgeglichen. Und ja, genau, die Frage von Anna dann noch zu den Gesetzesunterschieden. Also, wo es, denke ich, auch am deutlichsten wird, sind eben diese beschriebenen Unterschiede zwischen parlamentarischen Demokratien und Präsidialbürokratien. Also, dass an der Ebene, auch auf der Ebene, obwohl das im Grundsatz durchaus funktioniert. Man mag dann zum Beispiel auch im US-System immer ein paar Sachen komisch finden, vielleicht auch dann im Justizsystem, was irgendwie in vielen Fällen die Heranziehung von Geschworenen angeht, oder das Wahlmännersystem, wie das Ganze aufgebaut ist. Im Endeffekt muss man aber sagen, es gibt
viele Herangehensweisen daran, ein funktionierendes System zu haben. Und das ist eben aufgrund von Fachabhängigkeiten der Fall, also dass man jetzt in der Regel nicht irgendwie from scratch da institutionelle Ordnungen schaffen kann, nicht mal in solchen Situationen wie nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches, so eine Ordnung wie das Grundgesetz, oder nicht mal das, was am ehesten so eine Möglichkeit eröffnen würde, ist vollkommen im luftleeren Raum geschaffen, sondern auch immer von Traditionen, von Prägungen abhängig. Und an der Stelle, was dann auch die unterschiedlichen Ausprägungen von Gesetzen angeht, spielen dann eben diese Aspekte des Einflusses, die wir eben haben, die als, ich möchte jetzt nicht sagen sekundäre, aber als andere Faktoren neben den Gewalten stehen, dann eine große Rolle. Wie sind kulturelle Prägungen, wie funktionieren öffentliche Diskurse, wie ist das Bildungssystem, sowas spielt alles eine Rolle dafür, wie ist eine Institution oder wie ist ein institutionelles Arrangement ausgeprägt und wie werden entsprechend dann auch inhaltlich die Gesetze gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Achso, sorry. Ich hätte jetzt auch das Gleiche gefragt, weil ansonsten hätte ich noch eine Frage. Die bezieht sich so ein bisschen auf das Thema, was du eben aufgemacht hattest mit den Corona-Beschränkungen und dem Gesetz, was das Parlament jetzt beschlossen hat, dass die Bundesregierung weiter handeln kann ohne Parlamentsbeschluss. Also ich finde, dadurch, dass sie das gemacht hat und dass dieses Gesetz auch beraten wurde, haben sie sich so ein bisschen von dem Vorwurf wieder freigekauft, ohne Parlamentsbestimmung zu handeln. Aber was danach in der Realität direkt passiert, das ist ja schon wieder, dass die Ministerpräsidenten in einer gemeinsamen Runde in einer Telefonkonferenz entschieden haben, was passiert. Und mit Blick auf die Gewaltenteilung oder mit Blick auch allgemein auf ein Demokratieverständnis finde ich es schon ziemlich schwierig, dass ein Ministerpräsident aus Bayern, den ich noch nie in meinem Leben gewählt habe, den ich auch gar nicht wählen kann hier, zumindest Stand jetzt, den kann ich überhaupt nie wählen, sei denn ich ziehe um, dass der jetzt darüber entscheidet, mit wie vielen Leuten ich in der Corona-Pandemie zu Abend essen darf. Und da würde mich mal interessieren, inwieweit so eine Runde, die ja jetzt zeitgleich quasi also eigentlich exekutiv ist, aber jetzt diese ganzen Verordnungen erlässt, wie weit so eine Runde dem Prinzip der Gewaltenteilung unterliegen würde. So eine Runde, das Problem daran läuft ja vollkommen vorbei an der Ordnung. Also da treffen sich letztlich Exekutivvertreter, die dann auf der Grundlage der bestehenden Ermächtigung dann jeweils in den Ländern einzelne Verordnungen aushauen, die sich dann ja auch nochmal in den Details nicht unerheblich unterscheiden. Und das ist auf jeden Fall unter Gewaltenteilungsgesichtspunkten prekär. Halt nicht offen dagegen verstoßen, ne, weil wie du richtig gesagt hast, so der Bundestag macht da ein Gesetz und ermächtigt dann eben zu der Verordnung und könnte das auch jederzeit zurückholen. Also das ist so der wichtigste strukturelle Unterschied zu dem Extrembeispiel Ermächtigungsgesetz. Und da ist das weg. So, da ist das, da kann sich das Parlament, kann zusperren, so, kann zumachen und das war's dann. So ist es in dem Fall jetzt natürlich nicht. Also die Unterscheidung ist, glaube ich, grundlegend. Dass man da eben, das Parlament hat sozusagen weiter das Handeln in der Hand, kann die Befugnisse entsprechend zurückholen. Wenn das jetzt ein Gesetz machen würde, das auch Verordnungstext ersetzen würde, dann würde das jederzeit gehen. Aber was natürlich die praktische Ausfüllung der Aufgaben angeht, ist das kritikwürdig aus meiner Sicht, weil eben auch die Situation eine andere ist, als sie noch im Frühjahr war, wo man eben funktional rechtfertigen kann, dass schnelles Handeln gerechtfertigt war, weil eben parlamentarische Prozesse eine gewisse Schwerfälligkeit haben, was auch immer gut ist, weil dann nicht zu schnell eben auch komische Gesetze gemacht werden. Man sich das immer noch mal überlegen kann, dass durch die entsprechenden Lesungen, Ausschüsse und so weiter geht. Aber jetzt hätte man eben andere Möglichkeiten gehabt. Und da wird dann auch nochmal strukturell eben ein Problem der parlamentarischen Demokratie eben klar, dass die Mehrheit des Parlamentes ja im Regelfall, abgesehen von ganz, ganz wenigen Ausnahmen, dann eben die Exekutive zumindest in allen relevanten Fragen dann schützt. Und
das ist dann schon etwas, wo man vielleicht darüber nachdenken müsste, wie man sowas begegnet. Also das Grundgesetz kann natürlich nicht in politisches Micromanagement irgendwie einsteigen und da irgendwie so sagen, dass diese und jene Leute sich jetzt treffen und besprechen, das ist jetzt irgendwie verboten. Aber mit der sogenannten Ewigkeitsklausel zu sagen, zumindest das Gewaltenteilungsprinzip kann nicht abgeschafft werden. Es muss gewährleistet sein, dass sich das Parlament die Befugnisse jederzeit zurückholen kann und es dann eben nicht mehr die Exekutive im Verordnungswege entscheiden kann. Das ist so die Sicherung, die es da institutionell an der Stelle gibt. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wobei noch der eine Punkt dazu, dass, also das erlaube ich mir kurz, bevor ich die nächste Frage dran nehme, der eine Punkt, dass ist ein Nachteil wäre, beziehungsweise dass auch die Gegebenheit ist, dass eine Parlamentsmehrheit auch gleichzeitig die Regierungsmehrheit ist, finde ich jetzt persönlich bei ethischen Entscheidungen, bei Gewissensentscheidungen finde ich das gar nicht falsch, dass sich auch mal Abgeordnete einer Regierungsfraktion überlegen können, ob die da mitstimmen wollen. Deswegen würde ich einfach nur, weil es ist ja oft das Argument, weil die Mehrheit sowieso im Parlament da ist, für die Regierung muss das jetzt auch nicht durchs Parlament, finde ich, greift da halt nicht weit genug, weil es halt eben diese Fälle gibt, wo auch mal Leute aus der eigenen Regierungsfraktion dagegen stimmen. Und ich finde, also klar, wir wollen immer, dass unsere Fraktion schön geschlossen stimmt, aber ich finde, das ist auch ein Vorteil unserer Demokratie, dass das möglich ist. Aber jetzt die nächste Frage von Jan Eike nochmal. Ja, vielen Dank. Ich wollte einfach auch nochmal auf deine Frage von eben eingehen, Elias. Vielleicht hast du sie auch bewusst ein bisschen provokant formuliert, weil ich den Vorwurf in letzter Zeit auch schon häufiger gehört habe und recht gefährlich finde, wenn jetzt behauptet wird, dass dieses informelle Gremium der Ministerpräsidenten mit Merkel zusammen irgendwie beschließt, was unsere Zukunft ist. Denn die haben keine Kompetenz, irgendwas offiziell zu beschließen. Wie alle informellen Gremien sind sie wichtig. Und es gab sie auch schon vorher und es wird sie auch in Zukunft geben, auch wenn man so an Bildungspolitik denkt, Kultusministerkonferenz, auch in Kriminalitätsbekämpfung, tauschen sich die Innenminister aus. Das ist ja was ganz Normales, dieser Austausch zwischen den Ländern. Aber Markus Söder hat kein bisschen darüber Macht, was in NRW gilt. Also er tauscht sich aus natürlich nur mit den anderen Ministerpräsidenten und was wirklich in NRW am Ende gilt, das entscheidet natürlich innerhalb von NRW die Regierung und das Parlament. Was natürlich kritikwürdig ist, ist, wenn es Verordnungen sind von der Regierung ohne Parlament, aber am Ende entscheidet das nur NRW. Das sieht man ja auch jetzt daran, dass Schleswig-Holstein auch einen anderen Weg wieder gehen wird. Also fand ich immer noch ganz wichtig hervorzuheben, dass es eben echt nicht so ist, dass die anderen Ministerpräsidenten irgendwas bestimmen können in unserem Bundesland. Gut. Gibt es weitere Fragen? Nachfrage, Isabel. Kamera wieder an. Bitte. Ja, genau. Vielleicht ist es auch eine ganz blöde Frage, aber auch da wieder zu Söder das Beispiel. Warum muss ich erst irgendwo über irgendwas abstimmen können, um Macht zu haben, vor allem in der Politik? Sind wir uns ja, denke ich mal, einig, dass es nicht irgendwie darum geht, etwas irgendwie zu wählen oder mitzuentscheiden, sondern es auch viel um, jetzt kommt wieder Macht, um Machtgeschichten geht. Also ich bin da jetzt wahrscheinlich nicht so erfahren wie Daniel oder andere hier, aber ich will mir halt einfach, also ich denke mir so, ja gut, wenn jetzt irgendwie über Söder als möglichen Kanzlerkandidat gesprochen wird, da hat er doch viel mehr Macht auf die einzelnen Ministerpräsidenten. Das kann mir noch keiner erzählen, dass er da nichts zu sagen hat. Also, ja, glaube ich schon, dass Söder irgendwie, natürlich nicht in direkter Weise, nicht so wie Laschet, aber schon was mitzuentscheiden hat in NRW, oder? Was denkt ihr dazu? Das ist an der Stelle natürlich auch wieder eine begriffliche Frage. Also, wenn man den engeren Machtbegriff zugrunde legt, dann hat er keine Macht. Klar ist natürlich, in informellen Kreisen werden Entscheidungen vorstrukturiert. Wir kennen das ja auch, wenn irgendwie die Verhandelei losgeht, wer in irgendwelche Vorstände kommt. Ne, dann ist das natürlich auch, um in meiner Begrifflichkeit von eben zu bleiben, halt Einfluss und keine Macht. Weil die tatsächliche Entscheidungsmacht an sich hat dann am Ende der Kongress, der entsprechend wählt oder nicht wählt. Und an der
Leitlinie würde ich entsprechend da auch unterscheiden. Und so kann man eben auch sehr gut konzeptionalisieren, dass es dann in solchen Runden mit Ministerpräsidenten dann eben auch Ministerpräsidenten gibt, die mehr Einfluss haben, eben weil sie auch vielleicht innerparteilich ein besseres Standing haben, ein wichtigeres Bundesland vertreten als andere Ministerpräsidenten, aber eben, dass dann noch keine Macht im engeren Sinne ist. Also man könnte das natürlich als Macht beschreiben, aber ich sehe immer sehr stark das Risiko, wenn man den Machtbegriff zu sehr ausweitet. Ähnlich ist das zum Beispiel beim Gewaltbegriff, dass man dann in der Situation endet, wo man dann alles und nichts als dasjenige beschreiben kann, worüber man dann spricht. Aber vollkommen klar ist natürlich, in informellen Runden werden Entscheidungen vorstrukturiert und das ist Einfluss, und ohne das könnte man sich dann auch das Zustandekommen von Entscheidungen durch Macht dann nicht ausreichend erklären. Vielen lieben Dank, Daniel. Gibt es noch eine Nachfrage oder ein Statement oder ein Danke, das ihr an Daniel richten möchtet? Ich hätte vielleicht eine ganz interessante Abschlussfrage. Wer ist deiner Meinung nach die mächtigste Person auf der Welt aktuell? Weil wir gerade so viel über Macht gesprochen haben. Wichtigste Person auf der Welt, so in Machtfragen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Also man denkt da natürlich erstmal irgendwie an die Leute, die irgendwie an der Spitze besonders wichtiger, einflussreicher oder auch mitunter machtvoller Staaten stehen. Aber in internationalen Beziehungen ist es meistens tatsächlich eher Einfluss und Völkerrecht, der doch häufig eher mit weichen Mitteln funktioniert und nicht mit harten innerstaatlichen Rechtsdurchsetzungs Mechanismen. Also man denkt daran vielleicht immer so, ja, wer ist die wichtigste, mächtigste Person auf der Welt? Ja, US-Präsident, chinesischer Staatspräsident. Und das sind auf jeden Fall so die beiden Staaten, die irgendwie Weltmacht oder auf dem Weg zur Weltmacht sind. Das Ding ist natürlich, das ist gerade auch beim Grundsatz der Gewaltenteilung darauf ankommt, dass es keine Person und auch keine Institution gibt, die wirklich so machtvoll ist, dass man sagen kann, die ist jetzt die wichtigste, sondern dass sich alles irgendwie im Gleichgewicht hält. Und so ist das auch bei diesen Personen, an die man da vielleicht denkt, also den US-Präsidenten, chinesischen Staatspräsidenten. So. Also von daher sehe ich mich nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, wer ist die wichtigste Person auf der Welt. Das sind im Zweifelsfall die Personen, die man gern hat, die mächtigsten Personen. Genau. Die richtige Antwort, Daniel, wäre natürlich Jens Teutrine gewesen. Aber Xi Jinping oder Joe Biden kann man auch mit reinnehmen in die Konstellation. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich erstmal sehr herzlich bei dir, lieber Daniel. Wenn wir das präsenztechnisch durchführen könnten, würdest du jetzt ein Referentengeschenk bekommen. Du kriegst gleich ein Bier-Emoji von mir und demnächst mal einen Kasten Bier, wenn wir uns sehen. Den kannst du bestimmt gut gebrauchen. Vielen Dank. Gerne. Ich fand es super spannend, weil das Webinar auch nochmal einen ganz anderen Charakter hatte als die anderen Grundlagenseminare. Also das soll jetzt nicht abwertend gegenüber den anderen Grundlagenseminaren klingen, nur es ist ein komplett anderer Fokus, wenn man über Karl Popper, über Hayek, über John Stuart Mill und andere spricht, den man dann dort hat. Einfach konzeptionell und auch vom Fokus der Institutionen, die man beleuchtet oder der Fragen, die man beantwortet. Deswegen fand ich super spannend. Ich habe nochmal viel gelernt, so wie immer, wenn man sich mit dir unterhält. Ja, und bedanke mich ganz herzlich an der Stelle. Organisationstechnisch für alle, die noch da sind. Die Grundlagenwebinare gehen jetzt stetig weiter in einem
zweiwöchigen Rhythmus, wobei das nächste jetzt schon nächste Woche stattfindet tatsächlich und dann in einem zweiwöchigen Rhythmus wir das Ganze fortführen. Das nächste Thema ist, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ist es John Stuart Mill, Elias, oder liege ich jetzt gerade falsch? Nee, wir machen zuerst Demokratie in Amerika. Ah ja, Tocqueville haben wir auch noch nicht gemacht. Passt aber auch sehr gut zum jetzigen Thema tatsächlich. Da haben wir eine super spannende Referentin nächste Woche, fast so gut wie Daniel, sogar extra aus den USA zugeschaltet von der Boston University, die zu dem Thema mit uns diskutieren wird. Also wer Lust hat, an dem Seminar teilzunehmen, der kann gleich, so wie wir das früher auch immer gemacht haben, über die Gruppe direkt in die nächste Gruppe eintreten. Und wir nerven euch auch noch ganz häufig die Woche lang mit irgendwelchen Broadcast-Nachrichten, um auf dieses Grundlagenwebinar aufmerksam zu machen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts, als euch einen super schönen Abend zu wünschen. Viel Spaß bei allem, was ihr noch tut. Und Daniel, nochmal ganz vielen lieben Dank. Das war ein toller Auftakt, direkt mit über 20 Leuten in die Reihe der Grundlagenwebinare hier. Das ist eine tolle Sache und ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne, es hat mir unglaublich Spaß gemacht und wie gesagt, auch jetzt, wo ich seit ein paar Wochen raus bin, eine große Ehre an dem Veranstaltungsformat, an dem ich früher auch immer mit großem Gewinn selbst teilgenommen habe, dann jetzt mal als Referent hier sein zu dürfen. Und auch diese Diskussionen, auch wenn man als Referent dabei ist, erweitern immer unglaublich den Horizont und bringen einen auch dazu, nochmal anders über Fragen nachzudenken. Und das ist vielleicht so mein Schlussappell. So die Fragen, aber auch andere, die sich in dem Kontext ergeben, andere Fragen der politischen Philosophie, der politischen Theorie, befasst euch damit. Nehmt mal ein Buch zur Hand, diskutiert mit euren Freunden, euren Bekannten und beschäftigt euch damit, weil ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man einen inhaltlichen Kompass hat und eben auch dann wertebasiert dann liberale Politik machen kann. Das ist das, was ich immer versucht habe zu machen und wo ich nur jeden dazu ermutigen kann, das ebenfalls zu versuchen. Wunderbar. Elias hat sich entmutet, aber sagt nichts. Dann ist das Seminar. Ich hätte dich gemütet. Das ist auch was. Daniel, von mir auch nochmal vielen Dank. Dass du unser erster Referent in dieser neuen, in dieser modernisierten Reihe warst. Ich fand es auch echt cool. Und gerne auch einmal an dich die Einladung für die nächsten Seminare. Kannst dich immer gerne mit einknicken, mitdiskutieren. Davon profitieren wir alle. Danke. Schönen Abend euch. Tschüss, tschüss.